kann ich entspannen. Ah, ja, ja, ja. Entspannt. Ich muss alles hier reden. Begeistert. Jetzt finde ich das auch komisch, obwohl wir die ganze Zeit schon geredet haben. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich auch. Alkoholfrei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise von uns. Wir sind nämlich heute zu Gast bei der lieben Mel. Ich denke, ja, fast alle kennen sie wahrscheinlich. Also, glaubst du nicht? Wir haben uns aber schon häufiger erwähnt und gezeigt. Ja. Und ich war ja schon mal bei dir. Und hat das schon mal. Stimmt, ja, genau. Okay, doch, also ich denke, ein paar von euch werden sie kennen. Genau, und wir haben gedacht, wir testen heute mal ein paar Produkte. Also ihr wisst, ich mag Taste-Tests, ich hasse dieses Wort, immer wieder. Taste-Tests sehr gerne. Und das war Mels Idee, muss ich dazu sagen. Die hat nämlich gesagt, so neue Produkte probierst du ganz gern aus und lass uns das doch machen, wenn du zu Besuch bist. Und somit sind wir einkaufen gegangen. Also Mel hat mehr eingekauft als ich. Wir haben halt einfach geschaut, was uns anspricht. Ein paar neue Produkte, die wir selber noch nicht kannten. Und den ersten Teil von diesem Video haben wir eben schon abgedreht. Den seht ihr auch bei Mel auf dem Kanal. Ich verlinke euch das Video einmal in der Infobox und natürlich Mels Kanal auch einmal hier irgendwo oben. Ihr wisst Bescheid. Genau. Ich habe irgendwie hier noch ein Stück Popcorn im Hals. Trink noch einen Schluck nach. Kein Alkohol. Genau. Genau, wir haben verschiedene Sachen eingekauft und werden das jetzt einfach mal für euch testen und beurteilen, ob wir das nachkaufen würden, also ob die Sachen top oder flop sind. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern fangen wir sofort an. Jo. Ich durfte eben bei Mel aussuchen, womit wir anfangen. Also von daher, bitte tu dir keinen Zwang an, du darfst anfangen und such bitte aus. Ich würde ja jetzt gerne sagen, die Pizza, aber die wollten wir ja zum Schluss essen. Genau, aber die können wir jetzt schon mal zeigen. Du kennst die ja auch schon. Du hast ich habe die gesehen, ich habe die aber noch nie gegessen. Irgendwie hat mich das noch nie gereizt, dass ich die mal hole. Also ich hätte mir die so auch nie gekauft. Genau. Aber ich dachte, komm, wenn wir mal neue Sachen ausprobieren, also die gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ja, muss man mal sagen. Aber ich habe sie auch noch nie getestet und ich finde einfach, ist ganz interessant mal zu wissen, ob sie denn gut schmeckt oder nicht. Von daher, wir werden die aber erst am Ende mit den Männern, wenn die Kinder dann schlafen, ausprobieren. Wenn wir die richtige Pizza gegessen haben. Genau. Wir schaffen wir das überhaupt. Also das werden wir dann am Ende noch reinschneiden, denke ich. Von daher, die gibt es am Ende. Die nehmen wir jetzt einfach mal raus. Dann, boah, die würden mich auch voll interessieren. Genau, das habe ich gesehen. Also ich habe die Sachen alle bei Kaufland jetzt gefunden. Ich hasse das. Findest du nicht? Als ob ich so ein Lückenfühler, Lückenbüßer wäre. Also, ja, aber ich habe bei dir eben auch so am Anfang. Genau. Da ist mir auch wie dämlich mit Sitzdampfen. Aber ich glaube, es guckt auch keiner auf den Nebenmann. Nebenmann vor allem auf den Nebenmann. Oh Mann. Das habe ich gesehen. Wir hatten zwar einmal gesagt, wir probieren neue Produkte, aber natürlich auch Sachen, die wir einfach noch nicht kennen. Die und die uns einfach genau, die uns einfach ansprechen. Du darfst ruhig in mein Video. Du darfst hier sprechen. Oh Mann. Du bist so süß. Hallo. Die habe ich gesehen. Das sind türkische Süßigkeiten. Und das ist irgendwie sowas, ich würde sagen, sowas Keks-Törtchen-mäßiges. Ui. Boah. Sollen wir uns jetzt teilen? Ja. Also wir haben schon so viel gegessen, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen langsam. Oh ja. Es ist gut, dass wir nicht jeder ein ganzes essen. Genau, das ist so ein Törtchen mit Schokolade. Ich denke mal, dass da so eine Creme in der Mitte sein wird. Nee, gar nicht. Ach, schade. Eine Creme. Aber das sieht so aus, ne? Als ob da so ein Kern drin wäre. Ja, es sieht aus, als wäre da ein Kern drin. Es hat wahrscheinlich einer den Karamell, einer den Schokokern. Wir probieren einfach mal. Ich guck mal. Ah, doch. Ich habe Schoko. Genau, da ist doch was drin, was Flüssiges. Schmeckt so ein bisschen wie diese günstigen Törtchen, die du bei Lidl bekommst, in so einem Viererpaket, auch mit so einer Cremefüllung drin. Das hat so ein bisschen was von Marmorkuchen mit einfach so ein bisschen Füllung, ein bisschen Schokolade. Sehr lecker. Aber steht da nicht irgendwas mit 8? 8 Keck? Okay. Steht 8 Keck. Das sind aber nur 5. Ich glaube, das ist ein Unzeichen, oder? Peggy und Keck. Finde ich sehr lecker. Also würde ich so nachkaufen. Ist jetzt nicht der absolute Hit, aber es ist mal was anderes. Würde ich auch nachkaufen. Genau. Kann man gut anbieten, finde ich eine gute. Genau, dass man es da hat, weil es einzeln verpackt ist, hält lange. Genau. Also top. Ja. Also, die habe ich gesehen und steht auch groß neu drauf. Ich liebe Haribos, also in jeglicher Variante. Und ja, sowas gab es von Haribo, glaube ich, noch nie. Das sind hier so Joghurt-Igel. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen wie Joghurt-Gams ist, nur halt ja, so halb-halb. Wir machen die einfach mal auf. Magst du Joghurt Gams? Ja. Ich mag Joghurt Gams gar nicht so gerne.
Ja, also es sind so Igelchen. Obendrauf ist halt so normale Haribo-Masse. Ich finde es schon. Ist nicht schlimm, du darfst. Und unten ist, ich finde, die riechen aber merkwürdig. Mhm. Riechen Joghurt ganz vom Geschmack. So? Vom Geschmack habe ich sowas schon mal gegessen. Hat mir voll bekannt vor. Mhm. Oh, das mag ich gar nicht. Echt nicht? Voll lecker. Weil da keine Schokolade drin ist. Mag ich nicht. Ist gar nicht Schokolade drin. Ich nehme nochmal zurück. Also jetzt nach dem ersten schmeckt nicht schlecht. Ist nicht gut. Kann man essen, aber wie gesagt, ich mag jetzt auch nicht so gerne Joghurtgums, aber die esse ich auch. Finde ich schon besser wie Joghurtgums. Ja? Mhm. Ja, also ich finde sie nicht schlecht. Bei mir gibt es hier so einen Mitteldaumen und du bei mir sie auch. Also, nee, nee, weil du hast gesehen, ich habe meine Meinung wieder voll vergessen. Doch, also ich fand die besser wie die Joghurtgums. Ja, also du musst sie nochmal nachkaufen. Ich würde die nochmal nachkaufen. Ja, ist es so. Also es ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Ja. Wir machen beide Weight Watchers, also ich habe auch wieder mit angefangen und wenn man Weight Watchers macht und Heißhunger auf was Süßes hat, gibt es natürlich auch ein paar Alternativen und ja, gehypt sind halt auf jeden Fall hier diese Corny Freeze. Wir haben recht wenig Punkte und ist ja auch ziemlich viel so ein Riegel und das ist ein guter Süßigkeitenersatz, finde ich ja, zumindest. Auf jeden Fall habe ich die hier gesehen und die habe ich wohl noch nie gesehen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie neu sind. Und zwar ist das jetzt die Sorte Kirschjoghurt. Hört sich sehr interessant an. Das habe ich noch nicht gezeigt. Also obendrauf ist so eine rosa Joghurtschicht und innen drin sind auch so Kirschstücke, würde ich sagen. Nach Kirschjoghurt riecht das auch. Hm? Es riecht extrem danach, ne? Mhm. Ich finde sie sehr lecker, aber ich mag auch dieses Kirschjoghurt-Geschmack irgendwie. Aber es schmeckt wirklich wie ein Kirschjoghurt, ne? Ja. Geht so. Du stehst also halt eher so auf die Schoko-Variante, ne? Also ich würde die auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Von daher von mir ein Top, aber ich mag die Sorten wahrscheinlich auch alle. Okay. Weiter geht's. Mir schlecht. Mhm, mir auch. Wir haben schon so viel gegessen und wir haben natürlich auch direkt voll in die Vollen gefollt. Genau. Gefollt. Alkoholfrei. An Chips habe ich dann auch noch was gefunden, was ich so niemals gekauft hätte. Aber ich dachte, zum Ausprobieren wird es echt lustig. Ich finde das schon schwierig auszusprechen, ne? Was steht denn da? Ich glaube, es steht auch auf Holland. Hollands Frittensauce. Achso, ja, stimmt. Hollandaise habe ich jetzt gerade. Cremiger Mayo-Geschmack mit Senfnote. Also die sollen halt, ja. Senfnote, das hört sich ja interessant an. Also klar, in Holland gibt es ja auch immer so mega die Pommes-Tüten mit dick Mayo drauf. Limited Edition. Oh, das ist schon nicht so schlecht. Die riechen nach Fritten mit Mayo, ne? Die riechen auch ein bisschen nach Essig, wahrscheinlich wegen der Mayo. Ich finde mir direkt nahen voll. Aber die, ja, die sind echt nicht schlecht. Mhm. Aber sie sind sehr würzig. So süß. Ich finde, die sind so ein bisschen süß. Ich könnte die jetzt leer essen, ne? Naja. Wirklich auch gut. Also auf jeden Fall Daumen hoch. Von dir auch? Ja. Die werde ich bestimmt nochmal nachkaufen, wenn der Marco sie denn auch mag, weil so viel Chips esse ich jetzt auch nicht. Das habe ich gesehen. Ich habe es dann auch Mail geschickt als Foto und du hast die auch tatsächlich schon mal probiert, aber ich weiß jetzt auch nicht, deswegen. Ich habe aber gesehen, die hatten auch so ähnliche von Milka und ich habe dann gedacht, genau, die waren, sahen genauso aus, waren auch so gefüllt, waren aber weniger drin und die waren ein bisschen teurer und ich dachte irgendwie Nutella ist cooler, ich weiß auch nicht. Finde ich auch. Ja, Be Ready heißen die. Ich habe halt erst auch Preddy gelesen. Nee. Preddy. Genau, da muss ich noch so lachen. Als und dann habe ich noch die Hollanders vorgelesen, Hollanders Fritzsauce. Und Be Ready, genau. Genau, Be Ready, also es sind halt, ich denke mal, so unterwegs. Genau, innen drin ist halt Nutella und außenrum ist halt so eine Knusper. Einzelverpackt, habe ich mir gedacht. Wir teilen uns wieder eins. Also ich finde sie ganz schön verpackt, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Verpackung eigentlich auch ganz cool. Direkt fertig für unterwegs. Ja, ist auch sehr ansprechend irgendwie. Ja, ich habe gedacht, das wäre so eine Mischung aus Brot und purem Nutella, habe ich mir erhofft. Und es ist kein purer Nutella. Probieren wir. Also ich finde... Okay. Genau, ich dachte, ich breche das jetzt auf und da kommt direkt der Nutella mir entgegen. Bei mir ist nichts. Okay, also ich probiere es mal. Weißt du, wonach das schmeckt? Nach Hanuta. Schmeckt irgendwie anders. Als ich das mal gekauft habe, war das so hart. Aber ich finde es ganz gut. Ja, jetzt finde ich es auch nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich es anders in Erinnerung. Ja, so ein... Ja, also genau. So nicht schlecht. So Anhalter, ne? Hallo. Er ist so schief. Dein Daumen, guck mal, mein Mittelfinger. Das kann ich auch nicht in die Kamera stellen.
Aber guck mal, das fällt dir so nicht auf, jetzt wo du es weißt. Ja. Hast du schon mal gebrochen gehabt? Oder so? Aber beide gleichzeitig, genau. auf beide Finger ist mir ein Stein gefallen. Deswegen, wenn dein Daumen krumm ist, ist das nicht schlimm. Wir sind krumm Daumen, krumm Finger-Gang, keine Ahnung. Ja, hat Mali schon reingebissen, genau. Ist mir auch, ich wollte schon wieder sagen, über den Weg gelaufen. Die habe ich auch gesehen. So Füße hier drunter. Ist mir auch über den Weg gelaufen. Nee, die habe ich auch gesehen und da stand natürlich auch wieder neu drauf, deswegen habe ich sie mitgenommen. Und zwar sind das Schoketten. Ich liebe Schokolade so sehr und eigentlich alles an Schokolade. Und das hier hat mich angesprochen, weil das ist die Sorte Stracciatella und ich finde, die sehen auch irgendwie ziemlich cool aus. Ich muss dazu sagen, ich liebe auch weiße Schokolade. Ich auch. Ja? Ich wollte gerade sagen, wie das mit weißer Schokolade. Mag ich total und das hier sieht schon so aus. Komm, geh auf. Aha. Ich find's gut. Also es knuspert irgendwie noch so. Kakaobohnensplitter sind das. Hat wirklich ein bisschen was für schwarze Teller, ne? Also auf jeden Fall top. Ja. So, das nächste hat Mel gekauft, weil ich habe das im Geschäft gesehen, habt ihr gesagt, dass ich das gefunden, gesehen habe. Ich habe das gesehen. Gesehen. Und zwar ist es Kinderpinguin. Es ist eine Limited Edition und zwar Karamell. Zu den Stück abbrechen? Das ist super. Hat auch gut geklappt. Oh, das schmeckt sehr nach Karamell. Ich finde es schon gut, aber mir ist es fast zu süß. Ja, mir auch. Also Karamell finde ich besser. Guck mal. Ich wollte jetzt mal mit Professor Karamell finde ich besser. Kokos finde ich besser. Ja, ich finde wahrscheinlich dann die normalen besser. Also von daher nicht schlecht, aber sehr süß. Extrem süß. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Was? Letzte Teil ist ja die Pizza. Die werde ich am Ende nochmal einstellen. Genau. Also kommen wir zum nächsten Teil und das habe ich gesehen, fand ich auch ganz interessant. Nickertender kenne ich, glaube ich, alle. Also liebe ich auch so. Gerade wenn ich so Cheat Day mache, dann esse ich das immer. Weil das also siehst du, das ist ja wieder Milka. Genau. Ja, aber das ist so. Das schmeckt. Ja, das schmeckt mir auch besser wie Yes-Törtchen, weißt du zum Beispiel. Das ist so richtig, das ist richtig pervers für mich. Sowas esse ich dann wirklich, wenn ich jetzt richtig auf den Putz hauen will. So. Aller Schwarzwälder Kirsch und würde mich jetzt so auch nicht interessieren. Würde dich nicht interessieren? Du sagst Kirsch, ne? Ja. Aber Kirsch, das habe ich, das sagen ganz viele. Kirsch heißt das, ne? Kirsch. Kirsch. Kirsche. Ich hätte es mir wahrscheinlich, hätte ich mir so das normale Milka-Tender gekauft, weil ich da drauf auch voll stehe, aber ich dachte, wir probieren ja auch ein paar neue Sachen aus. Daher habe ich es geholt. Ja. Ja, schmeckt das ja. Also es ist ein dunkler Teig, normal ist das ja hell, ne? So wie ich das kenne. Oh, ich habe mir schon wieder so viel genommen. Aber es schmeckt gar nicht nach Kirsch irgendwie. Nach Kirsch. Schmeckt gar nicht nach Kirsch. Ich habe da jetzt keine Kirsche rausgeschmeckt. Ich habe da jetzt keine Kirsche rausgeschmeckt. Du? Also ich finde, es schmeckt geil. Wie Milka Tender in Dunkel. Ich finde es fast besser wie das normale. Ich fand es auch dunkel. Sehr süß. Du fandst, ja, es ist Milka Tender. Also ich finde den anderen Tender, also diesen ganz normalen Tender, finde ich besser. Ich finde den besser. Echt? Wegen dem dunklen. Ich finde aber nicht, dass es nach Schwarzwälder Kirsch schmeckt. Von daher. Nee, das finde ich auch nicht. Komisch. Aber kriegt von mir einen Daumen nach oben. Okay. Ja, und genau. Dann bin ich auch mal gespannt. Blende ich euch jetzt mal ein, wie uns diese Pizza geschmeckt hat. Ich weiß es natürlich jetzt noch nicht, aber wir werden sehen. Also seht selbst. Wir haben den nächsten Morgen, weil wir es gestern nicht mehr geschafft haben, wegen ein paar Schlafproblemen, die Pizza zu testen. Oder wir haben es auch vergessen. Und wir haben die jetzt nach dem Frühstück gemacht, genau. Und haben jetzt gerade schon probiert, also ich habe vergessen aufzunehmen. Aber sie ist wirklich, wirklich lecker. Also im ersten Moment dachte ich, okay, musst du nochmal probieren, weil die ist nicht so süß, wie man denkt. Also man geht wohl aus, dass es voll die Schokoladenexplosion ist, aber es ist also auch nicht so, dass man jetzt denkt, wenn man die gegessen hat, ist einem schlecht, sondern man kann die richtig gut essen, auch so als Dessert. Und habe ich eben schon gesagt, habe ein bisschen was von einem Nutella-Toast. Also auch morgens kommen. Also Mel schmeckt es auch, ne? Ich würde die nochmal nachkaufen, also von daher von mir top. Von mir auch. Genau. Dennis mag sie auch. Marco hat sie noch nicht probiert. Schokolade. Schokolade ist immer gut. Also, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, gucken. Na, erstmal was trinken. Ohne Alkohol. Ja, das war's auch schon an der Stelle. Ich hatte was Bombs auf der Socke. Das ist ja cool. Ich habe nur lustige Socken.
Sehr cool. Ich find, wenn man nur ernste Sachen trägt, so erwachsen immer rumläuft, dann muss man wenigstens lustige Socken haben. Ich habe immer lustige Hosen an. Unterhosen? Nee. Jogginghosen. Okay. Kennst du das, wenn man so viel lacht, dass das hier wehtut? Ja. Ja, das war's auch schon an der Stelle. Was? Ich liebe dieses Format, wenn man irgendwas, also ich liebe Essen sowieso. Du auch. Deswegen passt das auch so gut. Dass, also ich finde diese Videoidee super. Ja. Von daher hat das sehr gut gepasst, weil Essen auch einfach ein sehr wichtiges Thema auf unseren Kanälen ist. Und für uns als Person, also wirklich. Und wir machen Weight Watchers. Also einmal in der Woche. Das ja wohl. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, den ganzen Teil seht ihr halt einfach bei Mel auf dem Kanal. Wie gesagt, ich verlinke das Video direkt nochmal in der Infobox. Könnt ihr vorbeischauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, schreibt mir gerne mal euer Feedback unten in die Kommentare, wie euch dieses Format gefallen hat. Auch zusammen mit der lieben Mel. Und ich wünsche euch dann jetzt an der Stelle wie immer noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video hier seht. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Wir haben es geschafft, Mel. Das war echt Arbeit, ne?